Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in eine neue Limited Edition von Look Fantastic und zwar mit Espa. Und wenn du 2, 3, wow. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ist gerade eingetroffen und ich habe Info bekommen, dass sie jetzt online sein sollte bei Look Fantastic. Schau gerne mal vorbei. Die kostet nämlich normalerweise 60 Euro und mit meinem Code ClaudiWelt bekommst du diese Box 5 Euro günstiger, also für 55 Euro, was ganz cool ist, weil die wohl einen Warenwert von über 190 Euro haben wird und hier erwarten uns Pflegeprodukte, denn Espa ist Pflege, Spa, Home Spa und da bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet, denn nicht jeder Duft von Espa freut mich, bin ich ganz ehrlich, aber wir gucken zusammen rein. Ich entferne erstmal hier diesen Schuber, der hier drumherum ist und habe da drin eine, also wirklich schwere Box. Der Schuber lässt sich nur schwer entfernen und hier kommt auch schon direkt ein Duft an der Seite raus. Espa ist halt sehr intensiv beduftet, ne? Das muss man halt wissen. Eignet sich wahrscheinlich auch sehr gut als Geschenk jetzt hier. Ostergeschenk, Muttertagsgeschenk, wie man möchte, denn die LEs von Look Fantastic sind immer fantastisch und auch sehr schnell ausverkauft. Also schau gerne dazu in der Infobox vorbei. Eine LE, die aber noch nicht ausverkauft ist, ist das Easter Egg. Meine Güte, ich krieg's gerade nicht auf. Das bekommt ihr nämlich gerade mit ClaudiWelt nicht nur 5 Euro günstiger, sondern 10 Euro günstiger. Also schau gerne auch da in der Infobox vorbei, habe ich den Link reingesetzt und das Unboxing ist im i. Meine Herren. Huch. Ja, es ist prall gefüllt, deswegen lässt sich der Deckel sehr schwer entfernen. Okay, hier haben wir dann einmal die Produkte drin. So schaut das aus. Es ist immer echt, also die Limited Editions von Look Fantastic sind immer echt ein Hingucker wert. Das kann man nicht anders sagen, ne? So, also wir haben zuallererst hier so ein Kärtchen. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das eignet sich ganz gut, wenn man nicht unbedingt weiß, wie man die Produkte anwenden kann. Ich gucke jetzt einfach mal, vielleicht kommen mir manche davon bekannt vor. Dann kann ich euch auch schon mal ein paar Tricks damit und Tipps an die Hand geben. Ich nehme erstmal das Größte hier raus, ne? Dann ist die Box leerer und leichter. Das ist von Espa Nature Beauty. Natural Beauty Inner Calm. Genau, darum geht es nämlich auch, dass man halt diese innere Sanftheit, dieses innere Chillness Gedönsen bekommt. Positivity Aromatic Candle. Da bin ich sehr gespannt. Das ist eine Originalgröße mit 200 Gramm. Meine Damen und Herren, das ist echt ein Oschi. Ich mag gerne Duftkerzen. Ich mag gerne so für den Mut auch Kerzen. Heute ist bei uns absolutes Aprilwetter. Es hat heute schon geschneit, gehagelt. Die Sonne hat geschienen, es hat geregnet. Gewindet, also der Wind geht hier auch hart ab, ne? Also das ist echt heftig. Da kann man doch sehr wahrscheinlich jetzt zu dieser sehr verrückten Jahreszeit es gebrauchen, dass man zu Hause im Haus alles etwas gemütlicher gestaltet. Ach, guck mal, da unten drin ist auch nochmal ein Deckel. Das ist ja nice. Also, ne? Der ist nochmal eigens eingepackt und aus Metall. Schön. Also das ist halt einfach eine hochwertige Marke, ne? Deswegen ist der Preis auch volle Elle gerechtfertigt. So schaut die Kerze aus. Sehr edel, sehr schlicht. Kann man schön im Badezimmer aufstellen, wenn man sich in die Wanne legt oder einfach duschen geht. Riecht lecker. Also tatsächlich, also nach chilligem Spa und jetzt nicht dieses, was ich sonst von Espa kenne, die haben sehr intensive, ja wie nennt man das, ätherische Düfte, sage ich jetzt mal. Aber das hier riecht eigentlich ganz mild, angenehm, hat eine leichte Frische mit dabei. Es ist nicht zu intensiv. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme. Das finde ich sehr, sehr charmant. Und definitiv ein Duft, den ich auch im Badezimmer sehen würde. Gegebenenfalls auch in der Küche. Ja, definitiv eine schöne Kerze, ein schönes Geschenk. Und ob man jetzt die komplette Box so verschenkt oder ob man nur einen Teil daraus verschenkt, ist einem ja auch immer selber überlassen, ne? Das ist ja... Kann man ja halten, wie man möchte. Jetzt kommen wir nämlich zu den weiteren Produkten, die hier drin sind. Ich glaube, wir haben hier so eine komplette Pflegelinie drin. Das wäre natürlich total schlau, ne? Einmal für die Augen, 24 oder 24-Hour Replenishing Eye Moisturizer, also quasi eine Pflege für die Augen. Nourishing Eye Cream to Hydrate and Soften. Also das sind 15 ml von einer Augencreme, die mit Feuchtigkeit die Augenpartie versorgen soll und dadurch alles sanfter aussehen lassen soll. Das ist natürlich auch nett. Ich glaube, ich hatte noch keine Augencreme von Espa. So schaut das aus. Ist auch in einer Glasverpackung. Ne? Also der Tiegel ist aus Glas. Dann haben wir diesen Deckel, der mich immer irgendwie so ein bisschen an Marmor von der Optik erinnert. Ich kann ja mal Näschen mal vorsichtig ranhalten.
Nee, die riecht auch nicht so intensiv. Also die wird auch jetzt nicht irgendwie einem in die Augen kriechen oder so. Sehr mild. Das finde ich positiv. Denn ich habe ja eine sehr sensible Haut und da kann ich das auch echt gut gebrauchen, dass die Pflege, die ich verwende, dementsprechend auch ist. Ich werde jetzt natürlich nicht alle direkt hier testen und so, weil ich mache hier so viele Boxen immer auf und teste so viele Produkte mit euch. Und dann will ich nicht, dass die kippen, weil sowas hat natürlich auch immer ein Ablaufdatum. Da muss man auch immer ein bisschen drauf achten. 6 Monate, ne? Wenn du das erste Mal halt wirklich da mit den Fingern und so reingegangen bist, solltest du dann aufbrauchen. Aber normalerweise kriegt man das ganz gut hin. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und das finde ich ja schön. Oh, bitte sei mit Enzym. Entschuldigung. Da haben wir ein Refining Skin Polish. Das ist ein Gesichtspeeling. Brightening Exfoliator. Creator to refine and smooth. 15 ml haben wir hier drin enthalten. Okay, das ist mit kugelförmiger Kieselerde, die die Hautoberfläche poliert, die verstopften Poren befreit und zu einem einheitlichen Hautbild und einer einheitlichen Hautstruktur beiträgt. Dann haben wir da Maszena, Rose und Shea Butter mit dabei, die pflegen sollen. Ja, ein Peeling ohne Mikroperlen. Das ist dann quasi durch die Kieselerde. Es ist ein mechanisches Peeling. Testet euch vorsichtig ran. Ich bin eigentlich kein Fan von mechanischen Peelings auf dem Gesicht. Ich bin da eher der Enzym-Peeling-Fan jetzt in dieser Jahreszeit. Gehen wir weiter und schauen uns das hier an. Ach, wie cool. Ich wusste gar nicht, dass die auch Haarpflege haben. Shampoo und Conditioner haben wir hier nämlich am Start mit jeweils 50 Millilitern. Optimal Hair Pro Shampoo. Ein Nutrient-Rich Cleanser for shiny, manageable, healthy-looking hair. Also quasi ein Reiniger, der die Haare dann auch strahlen lässt und leichter handhaben lässt. Auch das finde ich interessant formuliert, ne? Da rieche ich jetzt hier auch nichts raus. Das heißt, da haben wir auch nicht so eine starke Beduftung, was ich echt feiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch der Nutrient Rich Conditioner for Shiny Manageable Healthy Looking Hair, auch nochmal in 50 Millilitern. Finde ich großartig, dass wir hier sowohl Shampoo als auch Conditioner in dieser Box finden. Und ich hätte, also hab ich nicht gewusst, ne, dass wir hier auch bei Espa Haarpflegeprodukte finden. Und hier haben wir dann, glaube ich, auch das letzte Produkt drin. Das ist auch wieder richtig, richtig groß mit aktiven Inhaltsstoffen. Optimal Body Tree Serum. Nee, wir haben zwei Gesichtspflegeprodukte, zwei Haarpflegeprodukte, ein Home-Produkt und ein Body-Produkt hier drin. Das ist schon gemacht. Also schon. Ich bin tatsächlich, ich wusste ja nicht, was hier drin ist. Ich finde es richtig, richtig cool. Nourishing Body Serum for Radiant Skin. Da haben wir 100 Milliliter drin und das war ein Reim. Also es sind wirklich auch Produkte in dieser Box, die man so vielleicht noch nicht unbedingt in irgendeiner Lookfantastic Beauty Box oder so drin hatte. Das heißt, auch neue Produkte für uns. Und ich glaube, das freut die Abonnenten auch tatsächlich sehr, oder? Schreibt es gerne jetzt schon in die Kommentare. Wow. Okay, also, hier haben wir eine Glasverpackung auch wieder. Und das ist für den Körper ein Serum. Das heißt, du machst es erst drauf und wenn dir das nicht reichen sollte, wie bei mir zum Beispiel, super trockene Haut, dann kannst du da nochmal eine entsprechende Körpercreme drüber geben. Das ist zum Sprühen, auch das finde ich sehr interessant. Wie riechst du denn? Das will ich jetzt tatsächlich mal ausprobieren, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Kann ich ja mal dann direkt demonstrieren, wie das hier so funzt. Ach, guck mal. Genau, ich habe jetzt hier zwei Sprüher drauf. Ah, das riecht super, super sanft. Also das hat jetzt nichts Wildes und das hat so eine leicht ölige Textur. Zieht gut weg. Kann ich mir gut vorstellen, dann für die Körperregionen, die jetzt nicht so super trocken sind. Zum Beispiel mein ja, Körper. Ne? Der ist halt auch nicht so trocken. Schienbeine und so würden dann halt nochmal eine weitere Pflegeschicht benötigen. Da bin ich halt auch sehr pflegebedürftig. Also mein Körper halt in dem Sinne. Aber das ist sehr schön. Das zieht auch schön ein, hinterlässt ein wundervolles Hautgefühl und diesen Glow. Das sieht wirklich gut aus, ne? Es hat auch einen leichten ätherischen Öls-Bar-Duft, ne? Als würde man wirklich von so einer Massage kommen. Das ist ganz cool, weil das nicht so intensiv ist. Und ich habe sonst immer, und ich bin so happy gerade, ich habe sonst Espa immer sehr damit assoziiert, dass die sehr intensive ätherische Beduftungen haben und dass das für mich halt zu viel wäre. Jetzt hier in der Box haben wir aber wirklich bislang so die Produkte gesehen, die eher sanft sind, eher mild sind. Und da verstehe ich zum Beispiel, dass Katrin von Katrins Welt und so, die schwärmt ja volle Elle von Espa, ne? Das kann ich in dem Sinne bei diesen Produkten jetzt auch gerade ganz gut nachvollziehen auf den ersten Schnüff und kann euch auch wirklich einfach mal empfehlen, bei Lookfantastic vorbeizuschauen. Für 55 € bekommt ihr diese 2, 4, 6 Produkte.
mit einem ordentlichen Warenwert kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ne? Wie gesagt, schaut in der Infobox dazu vorbei, da habe ich das direkt verlinkt. Genauso auch der Deal mit dem Lookfantastic Beauty Egg, dass ihr das Ei, was auch richtig geil befüllt ist und ein tolles Geschenk ist tatsächlich, für 60 Euro bekommt. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wenn dem so ist, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.